Schönen guten Tag, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz der Recken vor dem nächsten Heimspiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen am kommenden Sonntag um 16.30 Uhr in der ZAG-Arena. Bisher haben wir 4.500 Tickets verkauft, weitere sind aber natürlich noch über unseren Online-Ticketshop oder bis Spielbeginn an der Tageskasse erhältlich. Ein großer Dank gilt erstmal Grünes Zimmer, die uns hier die tolle Location zur Verfügung gestellt haben und auch für den Livestream verantwortlich sind. Und heute haben wir natürlich auch wieder zwei Gäste. Zum einen unseren Trainer Christian Prokop und unseren Spieler Jonathan Edvardsson. Euch darf ich auch ganz herzlich begrüßen. Standesgemäß gehört dem Trainer die erste Frage. Ja, es geht für euch jetzt Schlag auf Schlag in der Handball-Bundesliga. Ihr habt jetzt am Mittwoch in Gummersbach gespielt. Jetzt geht es am Sonntag schon weiter gegen die Löwen. Bevor wir gleich über die Löwen sprechen, vielleicht kannst du mal einmal einen kurzen Einblick in die Stimmung in der Mannschaft geben. Wie ist aktuell die Lage und wie habt ihr vielleicht jetzt auch dieses harte Auftaktprogramm bisher verarbeitet? Ja, auch nochmal hallo. Ja, ich denke, wenn uns vor Saisonbeginn einer gesagt hätte, dass wir uns für die European League qualifizieren mit souveränen Ergebnissen und nach 3 Spieltagen mit 5:1 Punkten da stehen, hätten wir das schon gern eingewilligt. Das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite, wer das Gummersbach-Spiel gesehen hat, weiß natürlich, dass wir ja, einen Punkt verschenkt haben, weil wir nicht diese Gierigkeit und diese Griffigkeit über 60 Minuten gerade im Rückwärtsgang hatten, die Gummersbacher da zu stoppen. Aber trotzdem ist die Stimmung sehr gut, weil die Jungs sind ehrgeizig, fokussieren sich immer wieder aufs neue Spiel. Und das ist extrem wichtig in der kurzen Zeit. Wir haben ein Heimspiel zu Hause gegen amtierenden Pokalsieger. Darauf freuen wir uns sehr. Ja, Eddie, lass uns vielleicht auch noch mal kurz über dich ein bisschen sprechen. Du hattest jetzt in der vergangenen Saison deine Verletzung und hast einige Spiele verpasst. Du warst beim letzten Spiel gegen Stuttgart wieder mit dabei, konntest auch kurz spielen. Bis jetzt aber wieder fit, hast die Vorbereitung komplett mitgemacht und auch die ersten Spiele absolviert. Kann man sagen, dass du vielleicht stärker da bist als je zuvor? Hi. Also erstmal, ich freue mich einfach dabei zu sein und Handball zu spielen. Und einfach, dass man kann besser der Mannschaft helfen auf Spielfeld. Das ist klar. Und ich freue mich einfach, dass ich gesund bleiben und Handball spielen. Ja. Ja, Christian, jetzt geht's am Sonntag gegen die Löwen, den amtierenden deutschen Pokalsieger, die sich auch für die EHF European League qualifizieren konnten, aber im Vergleich zu euch jetzt erst ein Ligaspiel hatten gegen Göppingen, haben da einen Punkt geholt. Was glaubst du denn, was man von den Löwen jetzt dann am Sonntag erwarten darf? Ja, die Handschrift ist eindeutig. Seitdem Sebastian Hinze das Traineramt übernommen hat, wird sehr viel Wert auf Disziplin und aufs Tempospiel gelegt. Von daher muss man auch wissen, wie man gegen Löwen kämpft. Und das heißt halt mutig und auch schnell sein. Das ist für uns sehr wichtig. Ich erwarte, dass wir eine sehr emotionale Abwehr spielen. Das hat uns in Gummersbach über ein paar Strecken nicht so getragen, wie wir das eigentlich von uns kennen. Und das ist sehr wichtig. Natürlich haben sie die Nationalmannschaftsachse mit Knorr und Kohlbacher, die sich blind versteht. Sie haben aber auch mit Davidsson einen sehr starken Neuzugang auf Rückraum links, kommen über Krötzky, der eine sehr gute Form hat. Und da habe ich das Tempospiel noch nicht angesprochen und geschweige denn ihre Torhüter. Also sie sind nach wie vor sehr gut besetzt, haben einen klaren Plan in der Hand. Für uns ist wichtig, dass wir die Emotionen aufs Parkett bringen und das geht hinten los. Ja, du hast diese Achse aus Juri Knorr und Yannick Kohlbacher eben gerade schon angesprochen, die ja auch in der Nationalmannschaft ja, für Erfolg in den Spielen sorgt. Wie ist es euer Ziel, das dann vielleicht auch zu stoppen, dieses Zusammenspiel? Ja, natürlich diese Kreise einzuengen ist ein großes Ziel, weil 2 Mann für einfache Tore stehen, ohne dass sich 6 Mann bewegen. Das ist natürlich für eine Mannschaft, die dann übers Tempospiel kommt, ein guter Mix. Und dem wollen wir entgegengehen. Und da haben wir uns ein paar Sachen zurechtgelegt. Aber es wäre natürlich fatal, nur darauf zu schauen. Sie haben mit Lindenkrone und Kürkelöke 2 dänische Nationalspieler auf Rückraum rechts, die verstehen, mit Passqualität, mit Schnelligkeit, mit Wurfgefahr da zu kommen. Also rundum ist es ein Topspiel, was ich erwarte. Und dementsprechend von uns natürlich eine Topleistung, um 2 sehr wichtige Punkte in dieser Phase der Saison in Hannover zu behalten.
Ja, Eddie, ihr habt in der vergangenen Saison gleich dreimal gegen die Löwen gespielt, auch wenn du nicht immer auf der Platte sein konntest. Zweimal in der Liga, einmal im Pokal und es waren alle drei Male spannende, enge Spiele, wo ihr sicherlich auch die Chance gehabt hättet zu gewinnen. Was glaubst du denn, wie die Chancen jetzt für Sonntag stehen, dass ihr das Spiel gegen die Löwen gewinnen könnt? Vielleicht ist das jetzt Zeit zu gewinnen dann, ja. Selbstverständlich mit 4.500 Tickets jetzt verkauft, können wir eine schöne Stimmung in der Halle auch und wie Christian sagt, mit der emotionale auf Emotionen. Emotion auf Parkett lassen, ja. Ich glaube, das wird auch wichtig und ich freue mich auch, dass kommt ein paar Schwede zu unserer Halle und hoffentlich können wir auch die zeigen, dass wir richtig stark diese Saison ist. Hast du mit denen vielleicht vorher jetzt schon Kontakt gehabt? Nein. Aber ihr kennt euch aus den Spielen jetzt vorher in der schwedischen Liga. Ja, ich habe mit zwei von denen gespielt vorher, ja, in Ja. Schweden. Okay, das war soweit mit meinen Fragen. Jetzt können Sie von der Presse gerne Ihre Fragen stellen. Dafür bitte einmal das Mikrofon, was da hinten liegt, einmal in die Hand nehmen und bitte nah an den Mund halten, sodass wir auch was verstehen. Christian, fernab des Tempospiels, was macht man mit Juri Knorr? Wie geht man da taktisch vor? Lässt man den einfach schießen und machen und sagt, wir haben alle anderen und lasst ihn einfach tun? Oder ist es genau die falsche Idee? Das hängt natürlich von Dario Quenchet und Simon Gade ab. Ja. Wenn das die Lösung ist und wir haben einen starken Tag zwischen den Pfosten, dann kann man auch ihn mal etwas mehr gewähren lassen. Aber natürlich ist das kein Geheimnis, dass das nicht unser erster Plan ist. Juri ist ein sehr intelligenter Spieler, der sich konstant präsentiert und der alle Facetten bekleidet. Kommt man raus auf ihn, hat er die Chance, einfach die tiefen Räume anzugreifen, weil er ein starkes 1-1 macht. Er kann mit Kohlbacher sehr gut spielen. Bleibt man zu sehr hinten, kriegt man ansatzlose Würfe oder Sprungwürfe. Er ist einfach komplett und dementsprechend nicht nur der Kopf der Rhein-Neckar-Löwen, auch Deutschlands Handballer. Und das wird eine große Herausforderung, die wir nur zusammen inklusive Torhüter lösen können. Gibt es weitere Fragen? Ja, Stefan Dinse. Bitte auch wieder nah an den Mund halten. Ich stelle die beliebte Frage nach dem Personal, ob sich da irgendwas getan hat jetzt zwischen Gummersbach und dem Rhein-Neckar-Löwen-Spiel, bitte. Ja, alle haben sich wieder gut erholt, sind fokussiert und wir können mit dem kompletten Kader antreten. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, Jannik Wittenberg. Ich glaube, so geht's. Ich wollte einmal konkret eine Frage an den Trainer zu Thielens Drimmeljahn stellen. Jetzt, wo schon so ein paar Spiele in der Liga und auch dann jetzt international gelaufen sind, wie findest du, fügt er sich ein ins Team? Wie nimmt er seine Rolle bislang wahr und wie siehst du seine Leistung? Ja. Also Thielen fügt sich problemlos ins Team ein, ist ein sehr verträglicher Charakter, der nicht aneckt oder irgendwelche Sonderbehandlungen irgendwo einfordert. Genau das, was wir brauchen, ein sehr teamorientierter Spieler. Wir freuen uns, ihn in der Mannschaft zu haben. Die Wahrheit ist aktuell, dass er auf internationalem Parkett stärker performt hat als in der HBL. Liegt aber auch daran, wir haben in Erlangen gespielt. Das sind keine schlechten Verteidiger. In Gummersbach dasselbe und Eisenach geht gerade durch die Liga. Also dementsprechend muss man auch ein bisschen Geduld mit ihm haben, aber klar, er muss mehr Zweikämpfe gewinnen und schafft es aber auch Vorstellungen, auch die ich habe, die ich ihm auf der Bank gebe, gut umzusetzen. Also ich bin zufrieden mit einer Portion Entwicklung, die noch notwendig sein wird. Ja, Kurt Hoffmann. Eine Frage an den Trainer zur aktuellen Lage. Gut, sind erst 3 Spieltage absolviert, komplette. Wie beurteilst du die momentane Lage? Kiel hat schon verloren, Flensburg hat schon verloren, Magdeburg hat schon 1 verloren. Die beiden Aufsteiger haben schon 4 Punkte auf dem Konto. Kündigt sich da vielleicht noch eine spannendere Saison an, als die letzte Saison schon war? Das ist schwer zu beantworten, ob das spannender wird, weil das Jahr für Jahr sich diese Liga einfach ihrem Namen aller Ehre macht und gerecht wird. Es ist eine ganz tolle Voraussetzung für alle Handballinteressierten und Fans, weil kein Spieltag vorhersehbar ist. Natürlich haben die Spitzenteams schon ein paar Minuspunkte, weil sie aber auch direkte Duelle untereinander hatten.
Ich finde die Aufsteiger begeistern gerade, mit welcher Intensität sie Handball spielen. Man sieht, dass einfach alles sehr eng beisammen ist. Und das ist für uns nichts Neues, sondern wer es packt, immer wieder 100% aufs Parkett zu bringen und gerade im emotionalen Bereich, der wird eine ganz starke Saison spielen. Ja, Stefan Dinse. Dann frage ich nochmal den Coach nach der Lage bei den Torhütern. Das hat sich so ein bisschen eingependelt, aus meiner Sicht. Also sie sind ungefähr gleich auf, es gibt keine so ganz klare Hierarchie, sowieso nicht, aber keine klare Nummer eins. Das scheint ganz gut mit beiden zu funktionieren. Sehe ich das richtig? Das ist natürlich das Ziel, dass wir zwei sehr gute, sich ergänzende Torhüter hinten drin haben. Aber rein von den Aufstellungen her hat man schon klar gesehen, dass Dario immer wieder begonnen hat und dort die Chance auch aufgrund von seiner Erfahrung, seiner momentanen Präsenz von Beginn an erhalten hat. Das hat in Gummersbach nicht ganz so gut funktioniert und Simon war zur Stelle, hat wichtige Doppelparaden auch gezeigt. Sicherlich hinten raus hatte Gummersbach den einen oder anderen Vorteil zwischen den Pfosten, aber wir brauchen beide. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, Stefan Dinse. Ich habe noch mal eine Frage zum Gummersbach-Spiel. Es ist, oder generell ist es ja nicht nur bei den Recken so, aber Herr Prokop, da schmelzen manchmal 7 Tore Vorsprung auch bei der Konkurrenz. Wie ist das zu erklären? Oder das ist ja kein reckenspezifisches Problem. Oder haben Sie das bei sich ausgemacht, weil Sie vorhin auch sagten, dass es emotional gerade in der Abwehr nicht immer ganz in allen Phasen geklappt hat? Liegt es dann tatsächlich an der Abwehr, dass man solche Polster wieder hergibt oder dass es wieder knapp wird? Ja, also erstmal muss man sagen, dass in einer ausgeglichenen Liga beide Mannschaften natürlich immer wieder das Ziel haben, ihre Nadelstiche zu setzen. Und deswegen wird es einfach Phasen geben. Hat man gestern auch im Spitzenspiel gesehen, wenn Kiel einen Tempo-Gegenstoß 4 Minuten vor Schluss macht und auf 3-4 Tore weggeht, möchte ich sehen, ob das noch zu einem anderen Ergebnis führt. So zieht es Flensburg am Ende. Das ist einfach das, was es ausmacht. Aber klar habe ich ja die Entwicklung angesprochen. Und wir haben einfach es nicht tot gemacht. Ja? Wir haben diese Rückzugsvarianten, die wir hatten, nicht bis zur Unterbrechung hinbekommen und dementsprechend immer mit 3 Toren in Führung gelegen. Und irgendwann hat sich so eine Atmosphäre eingestellt, wir machen immer wieder ein Tor. Es gelingt uns auch sehr gut. Martin Hanne hat eine sehr gute Form. Und wir nehmen auch das Gegentor mehr in Kauf als sonst. Und das hat uns am Ende einen Punkt gekostet und jetzt ist die entscheidende Handhabe, was wir gemeinsam daraus machen. Ja, Janik Wittenberg. Nach dem, Frage an Christian, nach dem Spiel in Gummersbach hat man das gesehen und das hat man ja auch in deiner Aussage nach dem Spiel gemerkt, dass erstmal natürlich die Enttäuschung da war. Jetzt mit ein bisschen Abstand sagt man dann, oder hast du ja eben auch gesagt, 5-1 Punkte nach 3 Spielen hätten wir auch vorher so unterschrieben. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft? Haben die das genauso, sagen wir mal, einen Tag später weggesteckt und als guten Saisonstart verbucht? Weil auch da hat man einige Kopfschütteln gesehen, unmittelbar nachdem das Spiel beendet war, weil natürlich die Enttäuschung da war. Ist jetzt da wieder der volle Fokus voraus und man ist selber ja auch stolz auf das, was man geleistet hat zu Saisonbeginn? Also der volle Fokus muss voraus sein. Wenn wir das nicht begriffen haben, dann werden wir in englischen Wochen federn lassen, weil wir nicht mehr zurückblicken können. Wir müssen nach vorn gucken. Aber wir müssen die richtigen Schlüsse draus ziehen. Und es wäre ja fatal, wenn eine Mannschaft mit einem Punktverlust in letzter Sekunde irgendwo zufrieden wäre. Dementsprechend ist ja Enttäuschung auf Trainerseite, auf Spielerseite ganz normal. Aber, wie du mich ansprachst, einen Tag später geht der Blick nach vorn mit den richtigen Lösungen. Und ich sage, es kann noch ein wertvoller Punkt sein, den wir dort geholt haben. Aber natürlich ist das Sonntagsspiel auch ein sehr wichtiger Fingerzeig, was wir daraus machen. Gibt es noch weitere Fragen? Dem scheint nicht so. Alles klar. Dann
Bevor unser Blick dann am Sonntag in die ZAG-Arena geht, noch ein kleiner Tipp am Rande. Unsere Freunde von Waspo 98 sind heute um 18.30 Uhr im Stadion Bad in der Champions League Quali gegen GS Apollon Smyrnis gefordert, wo unter anderem auch unser Trainer Christian Prokop gemeinsam mit Thien Strimmelian vor Ort sein wird. Wir machen in der Halbzeit ein paar Würfe. Ja, das wollen wir sehen. Nein. Ja. Foto bitte. Und ich sage es gerne auch nochmal. Es geht dann am Sonntag um 16.30 Uhr am Sonntag gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Tickets sind immer noch erhältlich. Bis dahin, Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke.